Ja, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Together Ion. Hi. So, das war ein schönes synchrones Salutieren oder Winken. Tatsächlich habe ich gar nicht mitgekriegt, Ja, weil doch, du bei mir war nicht im schon. Bild warst. Nicht? Okay, dann nicht. Kann ich es auch nicht ändern. Okay, wir sind mal Genau. wieder in Sanktum unterwegs und wollen mal schauen, was wir dann heute so machen. Ja, ich Mal habe keine erstmal hier Ahnung. eine kleine Wir waren Runde. ja in den letzten Folgen bisschen in der Bash-Instanz, haben uns ein Ja, bisschen genau. helfen lassen, mal wieder. Und ja, gucken wir mal, wie es jetzt aussieht. Wir wollten ja mal Genau. bei in Sachen neuer Rüstung oder sowas mal schauen, was wir da machen. Oder hast du Ja, da wir schon? wollten damit, genau, wir wollten damit schon mal ein Stück weit nochmal anfangen. Das heißt, wir gehen erstmal ganz normal. Akademie ist das erstmal. Ne? Das heißt, wir machen jetzt erstmal. Das sind jetzt mittlerweile in dem Bereich sind das halt auch schon viele tägliche Sachen halt. Und wir nehmen uns jetzt erstmal hier das Arena-Ticket hier vorne wieder. Guten Tag. Dann denke ich mal, wir auch versuchen gleich mal Arena dann in Entry halt zu finden, halt auf jeden Fall. Ja, ja. Arena-Ticket Lalalala. Genau. annehmen. Genau, nimm dir mal. Genickt. Gönn dir. Genau. So, und dann kannst du einmal hier. Hier kannst du einmal mitkommen zu mir. Wo bist du? Bitte, ich laufe gerade. Ich Da bist komme. du. Okay. So, dann gehen wir erstmal schnell mal nochmal in die Gruppenfeuerprobe zusammen. Holen uns dort noch ein paar Medaillen schon mal. Weiß jetzt gar nicht, wie viel wir davon haben, werden noch nicht allzu viele haben. Dass wir halt zumindest das Miol oder vielleicht ein bisschen noch vom Aussehen her zumindest schon mal irgendwie schon mal was bekommen. Einfach reingehen und wieder rausgehen. Oh, wobei, warte mal. Du, bist du schon drin? Lädt gerade. Ich hoffe, dass ich auch das Richtige geklickt habe. Ich denke schon. Hast du die jetzt noch bekommen? Ich weiß es nicht. Ich habe es nämlich, glaube ich, zuzeitig beendet. Ich bin jetzt drin. Was muss ich machen Geh jetzt, ne? einfach raus wieder. Rechts oben müsste da so ein kleiner Ach Pfeil so. sein. Guck mal. Und Komm. steht das? 300 Feuer, 350 Ah, Feuerprobenmedaillen. okay, gut, du bekommst etwas weniger, weil du nicht Abo-Status hast oder sowas, aber ist jetzt nicht allzu schlimm. Ich habe 420, glaube ich, bekommen. Oder? Ja, 420. Naja, gut, das ist jetzt nicht so der große Unterschied. Okay. Na gut. Kannst wieder rausgehen. Ja, bin schon auf dem Weg. Okay, dann melde ich uns mal für die Arena mal in dieser Folge an. Gucken, ob das funktioniert. Funktioniert sogar. Gar nicht so Cool. schlecht. Ja, cool, ne? So, und dann können wir uns schon mal nochmal. Gucken wir uns einfach nochmal hier das Equipment schon mal ein Stück weit an, was wir hier holen können. Oh, das ist ganz schön teuer hier. Da können wir uns nichts holen. Okay, gut, das ist zu teuer. Das holen wir uns nicht. Na gut. Weil da war es ja Ewigkeiten nicht fertig. Das kriegen wir im Let's Play nur schwer hin, sagen wir es mal so. Ich will aber nochmal ganz gerne schauen, wie viel jetzt Miol und Co. kosten. Ich glaube, Miol kostet 4000. Beziehungsweise Kleidung wäre es wahrscheinlich auch so in dem. So, Miol Ei. Würden wir bräuchten sehr wahrscheinlich. Warte mal. Also, entweder, also da kann man sich halt aussuchen, was man für Miol halt haben will. Entweder das 6000er Miol oder das 4000er Miol. 4000er Miol macht, dass es dich halt die ganze Zeit bufft. Das ist nicht schlecht, weil ich für meinen Teil nicht immer dran denke. Oder halt, das ist eine, dass es halt die Gegenstände mit aufhebt, aber ich denke eher, das mit den Waffen ist wahrscheinlich das, was eher angebracht ist. Ja, also das 4000, das blaue. Genau, richtig. Aktuell habe ich persönlich für meinen Teil 2000, aber wir haben auch schon einen betreten, da können wir schon mal rein. Das ist die, erstmal die Arena der Kooperation, die Duo-Arena. Oh je, wir werden abstinken. Ja, könnte passieren, ja. Ja, mit unserer Scheiß-Ausrüstung. Wobei wir sind Max-Level halt, ne? Glaube ich. Ja, könnte sein. Wir werden Ja, sehen. wir sind, ja, wir sind Max-Level. Das ist schon ganz gut. Weil die Arenen und die Dreads funktionieren meistens im Normalfall von 46 bis 50, 51 bis 55 und so weiter. Immer 5 Level halt. Ach so. Na gut, 10 Level wären wir lieber gewesen. Dann hätte Max Level was nützen können. So, ich kenne mich Bei uns doch. fehlt scheinbar auf jeden Fall einer. Nö, nee. Haben wir sogar gute Chancen. Ich habe die Gruppenleitung. Kriegst du Oh davon je. irgendjemanden in den Target rein? Bei Von den DSGG. Ja, anderen? drück mal einfach mal Tab. Ja, Hier warte mal. Wettbewerber 1 habe ich. Warte, habe ich. Gut. Sonst hier Wettbewerber 2. Und die sind aktuell auch nur zu zweit, glaube ich. Ich habe die aber schon mal markiert mit der 1 oder 2. Der erste ist ein Jo. Gunner wie du. Und der zweite ist ein Kantor. Also ein kleiner Heal. Also doch, ein ganz guter Heal. Nun gut, schauen wir mal.
Jo. Also, 20 Sekunden geht's los. Kommt noch einer bei denen. Na, haben wir heute vielleicht mal Glück. Kann ja auch mal sein. Das wäre auch mal cool, ja. Lalalala. Zack, 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 zack. Okay, weiter geht's. Beziehungsweise auf geht's erstmal. Hier zu 1 Ja, auf direkt. geht's. Der macht gar nichts irgendwie. Ich fall runter. Ich bin voll Idiot. Oh, ich habe sowohl überlebt. Ach nee, doch nicht. Schade, ich dachte, man könnte hier oben was machen. Na gut. Das war bescheuert. Das war mein Fehler. So, Schafft auf die natürlich nur 1, ich. bitte. Ich habe gerade, Mag habe ich die Arena überhaupt nicht. trotzdem mit? Nee, Wo ist denn die die Arena 1? ist auch ziemlich scheiße. Boah, ich krieg gerade gut Schaden rein. Oh. Oh, da ist noch ein Dritter gekommen. Meine Flugzeile ist gleich weg. Ist noch ein Dritter da? Ja, den hatte ich versehentlich gerade im Visier. Ich nehme mal die 1. Was ist das denn für einer? Oh, das ist wirklich ein Clary. Und die haben dann mega viel Heal. Krass. Ich gehe mal auf die 3 mit, die ist fast unten. Ich bin fast unten. Ich bin Blum. unten. Die 3 auch. Ja, sobald wir hier raus sind, wird es auf jeden Fall etwas besser. Jo. Hoffe ich zumindest mal. In Führung liegen wir ja. Ist schon mal gar nicht so schlecht. Boah. So, machen wir die 1. Da ist die 1. Geh mal hier der Kantorin ein bisschen Schweigen drauf. Ja, die 1 hat mich gekillt. Oh, das ist nicht so schön. Nee, das ist wirklich nicht so schön. So, gucken wir mal. Warum bist du auf Wettbewerber 3 drauf? Das nutzt dir doch gar nichts. Na gut. Wo, da hat die jetzt eins da. Ja, euer Ziel ist verschwunden. So, zack. Ich hab. Du bist auch wieder tot, ey. Nicht so gut. Ja, ich sag's euch, ich bin scheiße im PvP. Gerade mit dem Fliegen komme ich sowieso noch ein bisschen nicht ganz so zurecht, muss ich zugeben. Ah, das war auch bescheuert, ich hätte gleich hochfliegen können, Mal aber. schauen, ob ich mich noch in die nächste Runde rennen kann. Mit dem Leben, das ich habe. Ich nehme einfach jetzt hier mal so ein paar von den Punkten schon mal mit hier. Jo. Sieht aus, punktetechnisch. Ja, ich werde gerade verfolgt. Ah, Ich die bin sind. gerade ein Oh, bisschen tot. die liegen in Verdammt. Führung wegen dir aktuell. Ja. Wird wohl ein Teil mit an mir liegen. Bin halt ein Fehler. Ich geb's zu. Also, du brauchst. Wir müssen jetzt, wie gesagt, wir müssen jetzt wirklich mal zusammenbleiben, zusammen auf die 1 gehen, dann klappt das. Erstmal finden die eins. Ja, Nummer 1 ist jetzt gerade gestorben, runtergefallen. So, jetzt die Na gut. 2. Einfach erstmal immer mit Tab versuchen durchzuklicken halt, ne? Ach so, das ist eine gute Idee. Lalalala. Zur Not kannst du dir ja da, aber das hast du jetzt nicht gemacht, die Dinge noch vorher reinziehen. Wie reinziehen? Du kannst dir die Shortcut-Leiste, die Markierung reinziehen, dass du die ausgewählt bekommst. Ach so, das geht? Das wusste ich Ja. noch gar nicht. Ja. Aber das hast du jetzt nicht gemacht. Und die 1 ist hier. Geh auf die 1. Bist du auf der 1? Ja, ich hab die 1. Bum, bing, und ich kann nichts. Oh, scheiße. Das war falsch. Au. Stand. Euer Ziel ist
verschwunden. So, die 1 ist gefallen. Ne, die 3 ist gefallen, okay. Warum ist die 3 gefallen? Weiß ich jetzt auch nicht, warum die 3 gefallen ist. Oh, ich fall auch gleich. Ja, ich kann dich leider nicht unbedingt. Da hat's mich zerlegt. Ja, also auf jeden Fall knapp. Mhm. Ich treffe die halt nur einfach nicht. Oh, der hat halt die ganze Zeit hat er permanent Widerstand bei mir. Was ist das denn? Boah, was war das? So. Okay. Oh, die 3 ist auch ganz schön. Die 3 ist ganz schön low, wieder mal. Ja, ne, deswegen, ja, dann hauen wir auf die 3, wenn ich die finden würde. Ich kann aber nicht auf die 3 finden. Warte mal, vielleicht müssen wir den Target auf jeden Fall mal wechseln, weil der Bader, der ist ganz schön stark. Der Bader, der Gunner ist ganz schön stark. Der Bader ist nicht stark, der bin ich. Jetzt geht's aber die 1 runter. Okay. So, 1 ist unten. 2. Ja, noch liegen sie ganz knapp vorne. Wird auf jeden Fall wirklich ein richtiger Showdown werden am Ende. Ah. Sag ich dir. Ich bin zu weit weg, glaube ich, gerade aktuell, um dich noch zu heilen, oder? Also für dich. Auf wen? 3? 1? 2? Ich gehe auf den da, wo der Templer mit drauf geht. Also 1. Okay, die haben mich ganz schön schnell runtergeklatscht. Oh. Lululolo. Was? Warum kann sie ausgewählt? Hab dich doch alle. Ja, müssen wir erstmal die 1 klatschen. Es nützt dir nichts. Da hau ich ja drauf. Irgendwie will die nur nicht geklatscht werden irgendwie. Wobei ich das natürlich verstehen kann, ich auch nicht. Unbedingt. Gerade aber auch genug. Aber wir müssen halt wirklich nur einen halt umklatschen eigentlich, ne? Oh, krass, bin wieder platt. Wird eng. Glaub, also ich die, auch. Die sind noch minimals in die vorne halt, ne? Muss man dazu sagen. Naja, dann nee. Lass mal auf die 3 gehen. Die ist sehr schnell gefallen oft. Ja, dann müssen wir wirklich... Oh, die 3 ist sogar platt. Krass. Siehst du? Das meine ich. So. Wo ist es? 2 wieder. 3. Jetzt habe ich dich. Geh wieder auf die 3. Ja. Oh, der ist wirklich ganz schön stark. Die 3 ist aber... Oh, die 3, die fällt wirklich ganz schön schnell. Jo, das meine ich ja. Uah, ich aber auch. Mal gucken, ob ich noch gegenheilen kann. So. Müssen eigentlich das halten jetzt. Wir haben noch eine. Geh wieder auf die 3. Ah, ja, schade. Schade. Ah. Nein! Scheiße, ey. Mist. Nicht ganz gereicht. Schade. Ah, das ist ärgerlich. Mist. Ja. Schade. Knapp. Sehr knapp. Schade, weil du gestorben bist am Ende. Nee, ich habe auch nicht mehr den Schaden drauf bekommen auf die 3. Schade. Schade. Ich dachte, ich könnte vielleicht wieder so einen Lucky Punch setzen, aber naja. Okay, naja. Gut. Wie gesagt, war die erste Runde halt. Einmal Arena gehen wir dann in der nächsten Folge wahrscheinlich nochmal. Hattest du jetzt hier die Quest abgeschlossen bekommen eigentlich? Bist du wieder da?
Warte, ich bin jetzt wieder da. Die laden jetzt hier eine Gruppe einladen und gibt's hier eine Quest? Ich hatte hier mal eine Quest angenommen gehabt. Hier, Juno ist fortwährend der Ausbildung 5 von 5 besiegen. Scheint anklickbar zu sein, Augenblick. Also hier bei Juno abklickbar ist auch hier zu sein. Jawohl, genau. Okay, das war nämlich, dass man 5 Gegner besiegt. Da gibt's, glaube ich, 7 Millionen sogar. Nee, 3 Millionen. Na, okay, gut. Oder bei für dich könnte es vielleicht 7 Millionen sein. Schriftrolle geben. Des 3,7 Millionen. Okay. Schriftrolle des Toten des Muts, Gefahrensuche, Konfrontation, okay, welche würdest du nehmen? Ist egal, brauchst, kannst du sowieso gleich fast wieder wegschmeißen eigentlich. Ach so. Die Dinger, die kannst du nicht in der offenen Welt halt tragen, kannst du nur im PvP tragen, das waren sich okay. Aber schmeiß sie gleich wieder weg. Komm, du hast so viele okay. Rollen halt, das müllt dir nur den scheiß Inventarplatz zu und also grundsätzlich kann man es machen, ne, dass man sich den Scheiß sammelt. Ich glaube, man hier vorne kann man sich auch noch bei diesen NPCs, kann man sich noch mal ganz kurz angucken in der Folge hier. Kann man sich, glaube ich, auch noch den Scheiß halt kaufen. Gehst du hier, kriegst du halt für irgendwelche, gut, für China kriegst du den Scheiß hier sogar hinterhergeworfen, ne? Das heißt, du kannst, Trainingsarena ist das. Ich weiß gar nicht. Ausbilder, Feuerproben, keine Ahnung. Ja, ist auch egal. Genau, richtig, ist auch egal. Wichtig ist, dass man es nicht unbedingt notwendig hat. Und genau. Wichtig ist auch, dass wir jetzt endlich mal ein bisschen Pause machen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, Leute. Es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Bis denn. Tschüss.